Hallo liebe Freunde von All for Hunters, wir haben für euch was Neues von Zeiss. Und nicht nur von Zeiss, sondern auch von Zeiss SekaCam. SekaCam gehört jetzt zu Zeiss. Das war eine Firma, die war früher in Köln, war eigenständig und ist jetzt in die Zeiss-Gruppe integriert worden. Das heißt, alles, was ihr früher von SekaCam gekannt habt, kommt jetzt sozusagen über Zeiss und auch völlig neue Geräte, die wollen wir euch heute vorstellen. Genau, und da haben wir hier die Zeiss SekaCam 5 und der Dirk hat da liegen die 7. Technisch unterscheiden sie sich kaum, aber von der Ausstattung und vom Aufbau her ein wenig. Machen wir einfach mal auf. Legen wir erstmal die Papiere zur Seite, da kommen wir später zu. So. Dann haben wir hier in der Box drin zum einen die Kamera, hier die Zeiss SekaCam 5. Das ist die 7, die ist ungefähr genauso groß, aber etwas schwerer. Etwas schwerer, von den Abmessungen her ist die einen halben Zentimeter tiefer, 2 Zentimeter höher und ungefähr einen Zentimeter breiter als die 5er, die ich hier in der Hand habe. Im Karton dabei liegt auch die entsprechende Antenne. Lässt sich ganz einfach hier dran schrauben und dann entsprechend, je nachdem wo ich sie positioniere, so dass sie gut getarnt auch entsprechendes Abwinkeln hat. Wenig Einfluss auf die Wirkung von der Antenne, die funktioniert eigentlich in alle Richtungen, ist eine SIM-Karte direkt mit dabei, die kommt von Zeiss. Ist eine Telekom-Karte, funktioniert europaweit durchs Roaming und da gibt es verschiedene Abo-Modelle, die wollen wir aber nicht jetzt hier auseinanderklabüstern, das machen wir im Artikel, den es zu diesem Video dann auf allforhunters.com gibt. So, machen wir sie einfach mal auf. Genau, schauen wir einfach mal rein. Dann sieht man nämlich noch einen baulichen Unterschied. So, wie ihr seht, bei der SekaCam 5 habt ihr direkt Zugriff auf die Batterien. Bei der SekaCam 7 habt ihr folgenden Vorteil, ihr drückt hier drauf und habt hier ein externes Batteriefach. Das heißt, zweites Batteriefach besorgen, andere Batterien rein, dann braucht ihr nicht die einzelnen Batterien vor Ort sozusagen zu wechseln, was ja, wie jeder weiß, eventuell bei schlechtem Wetter etc. pp. Verdammt lästig sein kann oder es ist dunkel, sondern hier nimmt man einfach das Batteriefach aus, wechselt das gegen volles Batteriefach aus, steckt es wieder rein und fertig. Genau. Batterien sind im Lieferumfang enthalten. 8 Stück werden gebraucht. 1,5 AA, also Mignon-Zellen, macht zusammen 12 Volt. Wenn ich das Teil hier rausziehe, sind die Batterien scharf. Das kennt ihr ja von anderen Geräten auch. Aber wir haben an beiden Modellen auch noch einen externen Stromanschluss. Ja. 12 Volt. Da sollte aber ein Netzgerät dran, wenn es über ein Netzgerät betrieben wird, das mindestens 2,5 Amperestunden leistet oder man kann es natürlich auch im Revier mit Bleigel-Akkus, einer Moped-Batterie oder sowas, mit 12 Volt speisen, die sollte dann mindestens über rund 4,5 Amperestunden verfügen, damit man entsprechend eine lange Dauer die Kram damit füttern kann. Bei der Zeiss SekaCam 5 sitzt die SIM-Karte hier an der Seite. Ist eine Telekom-SIM-Karte, europaweit durchs Roaming nutzbar. Kann aber auch nicht durch eine andere Karte ersetzt werden, wenn man im Abo-Modell von Zeiss drin bleiben will. Weitere Kartenslots haben wir noch hier unten, und zwar den für die 32 GB große SD-Karte. Wird auch mitgeliefert. Seht ihr ja, ist Zeiss gebrandet, kann aber gegen jede andere SD oder HD SD-Karte ausgetauscht werden. Und hier unten haben wir noch zum Datenübertragen einen USB-C-Anschluss. So, was haben wir noch? Die entsprechenden Videoformate sind vielleicht noch wichtig. Ja, Full HD gibt es. HD und VGA, also Full HD 1920x1080 Pixel. HD 1280x720 Pixel und VGA 640x480 Pixel. Fotos macht die Kamera übrigens im 4:3 Format. Hier ist die Auflösung 5 Megapixel, generisch, und
interpoliert, kommen wir auf 8 oder sogar 12 Megapixel Bildqualität bei der Kamera. Bei der Kamera kann ich noch verschiedene Modi einstellen. Zum Beispiel gibt es da einen sogenannten 5P-Modus. Das ist so, dass die Kamera dann innerhalb von 5 Sekunden, im Abstand von einer Sekunde, 5 Bilder macht. Ist ganz interessant, wenn man mal irgendwas genauer ansprechen will, was nicht vor der Kamera stehen bleibt, sondern sich durchbewegt, dann habe ich eine größere Chance, dass ich wirklich sehen kann, was ich für ein Tier auf der Kamera eingefangen habe. Und das Schöne ist natürlich, wenn was kommt, werdet ihr angerufen, wie es so schön heißt. Genau. Das macht immer Spaß. Das macht Spaß. Durch die Alarmfunktion, die ich hier eingeben kann, kann ich mir, wenn was kommt, dann entsprechend das Bild direkt aufs Handy, auf die entsprechende App schicken lassen, die Zeiss EKKM App, und sehe, was im Revier los ist. Und eins sollte man auch nicht unterschätzen, wenn man vielleicht ein bisschen einsam wohnt, hat man hier die Möglichkeit, zumindest zu schauen, wenn man nicht zu Hause ist, wer sich eventuell für den Garten, für die Garage oder für das gesamte Wohnhaus interessiert. Genau. Das ist natürlich auch eine prima Geschichte und eigentlich eine relativ günstige Alternative zu einer professionellen Alarmanlage. Genau. Und wir werden in einem Langzeittest, nachdem wir die Sachen hier bei allforshooters.com und allforhunters.com genauer vorgestellt haben, eine im Revier als Wildkamera einsetzen. Und eine mal zu Hause, um zu gucken, was da kreucht und fleucht, wie es so schön heißt. Im Garten so rumkreucht und fleucht, welche Katze vom Nachbarn ihre Geschäfte dort hinterlässt, was sonst so noch im Garten sich abspielt, abends, wenn man nicht damit rechnet. Oder wer sich da von der Nachbarschaft vielleicht auch vergnügt und rumtreibt in der Grillecke, wenn man nicht da ist. Also, lasst euch einfach überraschen. Alles Weitere, wie immer, auf allforshooters.com, allforhunters.com. Okay, bis dann, schaut rein. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und bis bald. Weidmannsheil. Weidmannsheil.